Woche ist auf Kika die neue Staffel der Mädchen-WG gestartet. Fünf Mädchen sind diesmal in einem Schloss in Brandenburg, denn wie wir alle wissen, sie haben die Staffel im Sommer gedreht und wir haben ja aktuell sowas, das nennt sich Corona-Pandemie und dementsprechend konnten sie jetzt nicht nach Spanien, Italien oder sonst wohin, deswegen mussten sie in die Ostzone nach Brandenburg, aber ist ja auch ganz schön und wie immer werde ich diese Folge jetzt analysieren und parodieren und einfach mal ein wenig darüber reden und darauf reagieren. Allein das Intro ist schon legendär und zeigt einfach, mit was für Trash-Arbeiten dort beim ZDF bei der neuen Mädchen-WG-Staffel gearbeitet wird. Aber anscheinend scheinen das fünf Mädchen zu sein, die einen ganz vernünftigen Eindruck machen, weil ich denke mal, das ist aber so eine Veranstaltung wieder wichtig, dass man sich Mädchen auswählt, die auch ziemlich gut auf den Zuschauer wirken und ziemlich gut in das von ZDF geforderte Programm passen. Dann begrüßen die sich erstmal alle und anfangs wissen die Mädchen erst gar nicht, wo sie sind und wie das da alles heißt. Aber ja, das ist ja in der Ostzone in Deutschland, ja, ganz normal, würde ich sagen. Und das finde ich nicht weiter schlimm. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall müssen die Mädchen sich erst irgendwie ein Taxi holen und dann anschließend geht es mit einer Kutsche zum Schloss und die Mädchen können absolut nicht fassen, dass sie nun wirklich in einem Schloss sind und die nächsten Wochen und den nächsten Monat in einem Schloss verbringen werden. Was mal wieder schön vom ZDF an Land gezogen wurde, war wieder eine richtig schöne ZDF-Medienanstalt da drin und das Schloss ist natürlich bestimmt Eigentum des ZDFs für diese Kinder-Scripted Reality. Soap, ich denke mal, wir kennen das alle. Dementsprechend ist das so und dementsprechend stürmen die Mädchen erstmal voller gespieltem Elan in die Zimmer rein und lassen erstmal alle Hemmungen fallen und rennen erstmal durch diese sehr künstlich aufgepumpte Villa. Aber man merkt, die Mädchen haben sofort alle fünf eine Chemie, die zueinander passt und dementsprechend ist das einfach so, dass sich die Mädchen wieder wie auf Anhieb verstehen. Also top. Also wirklich. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell passiert, weil es ja auch irgendwie bei allen WG-Staffeln gewesen ist, dass die Mädchen nach ein, zwei Tagen ein Herz und eine Seele sind. Aber ja, halt ZDF und Billigproduktion. Und dann entdecken die Mädchen auch noch, wie durch ein Wunder, dass halt wie mit jeder Mädchen-WG-Staffel, die jemals auf dem ZDF gezeigt worden ist, beziehungsweise auf dem Kika, Tiere auf dem Hof leben, beziehungsweise auf dem Anwesen leben. Ja, welch Wunder. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich als treuer Mädchen-WG-Zuschauer, ja, kann mir da schon denken, dass Tiere auf dem Hof sind, weil sonst wäre das ja auch irgendwo witzlos. Zu guter Letzt teilen die Mädchen noch ganz fair die Zimmer auf und schauen, wer mit wem schläft und wer mit wem am besten quatschen kann und mit wem man am besten über irgendwelche Jungs herziehen kann und lästern kann. Und anschließend schauen die sich noch das Badezimmer an und machen dort eine nicht so schöne Entdeckung, wo sie sich halt tierisch drüber lustig machen. Und auch zu Recht, wenn man schon, weiß ich nicht, wenn man auf dem Pott sitzt und kacken muss und dann jemand anderem beim Duschen zugucken kann, könnte ein bisschen unangenehm sein, aber nur könnte, vielleicht, eventuell, wissen wir ja alle nicht. Vielleicht sind da Mädchen schmerzbefreiter. Mädchen gehen ja eh grundsätzlich zu zweit aufs Klo. Dementsprechend würde ich da sagen, das ist jetzt kein Problem. Einfach mit Mädchen duschen und Klo, also das sollte eh alles. Die sollten da eh, die laufen da eh wahrscheinlich zu fünft in einem Badezimmer rum. Man kennt es von Mädchen, Mädchen halt.